Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video von Once Human. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video nur kurz und knapp, wie ich diese Mutation bekommen habe. Gelbes Minishirt. Ich bin so umhergelaufen, habe ein wenig gelootet und habe dann dieses hier bemerkt. Das kann man schon deutlich von weitem auch erkennen. Und dort muss man dann hinlaufen, sich die Waffe greifen. Und dann muss man diese nur erledigen und am Ende droppt eine Kiste, wo dann gelbes Minishirt drin ist und die kann man dann mit dem Schmetterling tauschen. Im Kampf kommen dann da so Tentakel aus dem Boden und die, ja, kloppen dann auf die Gegner ein. Ich bin noch relativ neu in dem Spiel, aber ich nehme mal an, oder habe das schon öfter beobachtet, die spawnen einfach zufällig irgendwo. Bisher habe ich sie auch nur in der Nacht gesehen. Tagsüber bisher noch nicht. Könnte aber auch sein, dass es einfach nur Zufall war. Wenn man sie hier in der Sicherheitszelle drin hat, haben die hier so ein paar Punkte stehen. Zum Beispiel, dass sie Musik in der Nähe hätten, rotes Licht und er hier in dem Fall auch noch Spielzeuge. Wenn man das erledigt hat, dann bekommt man einen Boni. Erholungstempo der Mutationskraft. Und dann jeweils immer 10 oder 20%. Hier in dem Fall jetzt nur 10. Goodie, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde mich hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen und Tschö mit Ö.